Hübsches Versteck für die beiden. Was machst denn du hier? Oh, da haben wir wohl einen Fehler gemacht, hm? Was soll das heißen? Hast du die beiden Handys weggeworfen? Und jetzt will einer von ihnen zu Hause anrufen, um die Geschichte der romantischen Flucht zu bestätigen, damit die Polizei keine Fragen stellt, hm? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Entführung, Kidnapping, Freiheitsberaubung und abgesehen davon, was du Werner antust. Du spinnst ja schon genauso wie dein Bruder. Ja. Ich habe wirklich an meinem Geisteszustand gezweifelt, weil ich so blöd war, mit dir gemeinsame Sachen zu machen. Die Einsicht kommt relativ spät. Du, ich habe den Fehler korrigiert. Seit gestern bekommt Werner nur Wasser und nicht deine Teufelstropfen. Du kannst also deinen Plan, ihn entmündigen zu lassen, vergessen. Du meinst also, mit deinem Kurzschluss legen wir hier alles lahm und dann kommt jemand? Ja, eine andere Chance haben wir nicht. Aber Felix, du kannst den Draht da nicht reinstecken, da bekommst du einen Stromschlag. Ich nehme ihn nur hier, an der Isolierung, dann passiert nichts, okay? Das reicht doch nicht! Okay, das funktioniert nicht. Heb mich hoch. Was? Heb mich hoch. Okay. Aber vorsichtig! Okay, hör zu, steck den Draht in die Fassung. Direkt rein, ja? Hörst du? Aber fass ihn nur an der Isolierung an. Okay. Okay, Vorsicht. Halt ruhig, okay. Halt ruhig. Ja, ich versuch's. Halt still. Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Emma. Wir haben es geschafft. Hey! Emma? Emma! 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 Hörst du mich? Wach auf! Schieß doch endlich. Aber überleg's dir genau. Ich könnte immer den Schuss hören und hier auftauchen. Was machst du mit der Leiche? Halt endlich den Mund! Ich bin deine letzte Chance. Gib auf. Sag mir, wo Felix und Emma sind und ich lass dich laufen. Ich verzichte da nicht auf den Fürstenhof. Wenn du klug bist, schon. Nein. Du willst mehr Geld, stimmt's? Also gut, wir machen halbe-halbe. Aber das ist mein letztes Angebot. Mehr Geld kriegst du nicht. Ich werde nicht zuschauen, wie du Werner zugrunde richtest. Ist das dein letztes Wort? Es ist vorbei. Gib mir die Waffe. Verdammter Idiot! Du machst alles kaputt! Ist da der Polizei ein Notruf? Ich möchte einen versuchten Mord und eine Entführung melden. Hey, wach auf. Emma, wach auf, bitte. Hör zu, die Turbinen laufen nicht mehr. Emma. Ja. Wir haben es geschafft. Immer noch hier. Ich weiß, aber die Turbinen sind aus. Es ist niemand gekommen? Nein, noch nicht. Dann war alles umsonst. Nein, es war nicht umsonst, okay?
Da kommt noch jemand. Bestimmt. Hörst du's? Nein, was? Doch, ich. Hör zu. Da ist jemand. Was? Da ist jemand. Hallo! Wir sind hier! Da ist jemand. Ich höre nichts. Hier sind wir! Holen Sie uns raus! Was machen Sie da drin? Wie kommen Sie da rein? Holen Sie uns raus! Warten Sie! Sind Sie wahnsinnig? Was haben Sie da drin verloren? Hendrik, was ist denn? Ich wollte nur fragen, ob du schon im alten Wirt bei Niklas bist. Du traust mir nicht, was? Nach der Szene vorhin, wundert dich das? Ich war da, aber weit und breit kein Niklas. Er hat mich versetzt. Wehe, du lügst. Wahrscheinlich hat er auch kapiert, dass dieses Date vertane Lebenszeit ist. Ich rufe ihn an. Er kann dich nicht einfach hängen lassen. Und du fährst auch wieder hin. Oh, Hendrik, ich bin schon am Trainieren. Ich melde mich gleich nochmal. Fahrerin ist die des mehrfachen Mordverdachts Dringendstatverdächtige Barbara von Heidenberg. 42 Jahre, dunkle Haare, gepflegtes Erscheinungsbild. Habt ihr das? Ich werte das mal als ja, dieses Funkgerät spinnt heute wieder. Von den beiden Vermissten Felix Saalfeld und Emma Strobel fehlt weiterhin jede Spur. Da sind sie ja. Moment mal, ich glaube, da kommen sie. Alles in Ordnung? Gott sei Dank, Sie leben. Mit Felix an meiner Seite bin ich unsterblich. Ja, wir sind so einigermaßen unschlagbar, nicht? Hat mal jemand was zu trinken für die beiden? Ich hab dir gesagt, dass wir hier rauskommen. Dieses Mistding. Hallo, Franz. Was hast du da vorhin angedeutet? Womit? Dass sie im Schlaf geredet hätte und du jetzt wüsstest, wie Wieland da umgekommen ist. Wir beide haben doch die gleiche Vermutung. Dass deine Frau was mit der Sache zu tun hat. Damit verliere ich alle Rechte. Was ist das hier? Überhaupt nichts Schlimmes, Werner. Das ist nur pro forma. Wir machen das sofort wieder rückgängig. Das ist meine Entmündigung. Du willst mich reinlegen. Das unterschreibe ich nicht. Werner! Werner! Gib,
mir deinen Autoschlüssel. Was ist denn los? Stell, gib mir deinen Schlüssel, bitte. Mach, was ich sage. Ich brauche dein verdammtes Auto. Du hast doch ein eigenes Auto. Ich denke, du hast den Revolver in den See geworfen. Ich hatte ihn auch weggeschlossen. Aber ich dachte, ich muss dich vielleicht verteidigen in deinem Zustand. Du bist doch nicht mehr klar. So? Wie du siehst, bin ich ziemlich klar. Gib mir den Autoschlüssel. Dein Spiel ist aus, Mama. Zum letzten Mal, gib mir den Autoschlüssel. Mama! Was machst du denn hier? Was ist los? Das geht dich nicht an. Wenn es was mit der Entführung von Emma zu tun hat, dann geht mich das sehr wohl was an. Sie ist immer noch meine Verlobte. Deine Verlobte interessiert mich im Dreck. Du kommst Besuch, Barbara. Schade, dass hier keine Klippe ist. Kein Schritt weiter, alle beide. Ihr lasst mich jetzt gehen, sonst... Was sonst? Das weißt du ganz genau. Gib mir den Revolver. Bleib stehen. Ich wollte nicht, dass das eskaliert. Das musst du mir glauben. Ich habe so an sie geglaubt. Ja. Das haben wir alle. Sie ist doch meine Mutter.